Politiker und Experten fordern Kriegssolli. Ich persönlich finde das mal wieder den richtigen Schritt in die richtige Richtung. Nicht nur frieren für den Frieden, nicht nur höhere Preise im Supermarkt bezahlen, nicht nur höhere Preise beim Tanken bezahlen, nicht nur allgemein höhere Preise überall bezahlen, nicht nur die Ukraine-Flagge im Profilbild haben, nicht nur rausgehen und Pray for Ukraine schreien und dann denken, oh mein Gott, ich bin jetzt pro Ukraine und bin solidarisch. Nein, wir brauchen den Kriegssolli, da bin ich voll dafür. Damit schaden wir dem bösen Putin. Und deswegen hoffe ich, dass der sehr hoch ausfällt, okay? Und an alle, die mal wieder denken, oh mein Gott, was hat denn der für Lack gesoffen? Das war ironisch gemeint, weil, nochmal, was können wir eigentlich nochmal für diesen Krieg? Warum muss ich eigentlich dafür bezahlen? Und bezahle ich nicht schon genug dafür? Und Herr Lindner, Ihr Tankrabatt, nur von Juni bis August während den Sommerferien, wo dann alle Menschen im Urlaub sind und für wen ist der dann gedacht? Für die Menschen, die hier durchreisen, weil sie in andere Gebiete fahren wollen, also mal wieder für alle anderen und nur nicht für uns. Ich weiß es ja nicht, aber wahrscheinlich auch hier die höheren Steuern, die dort eingenommen werden, die gehen dann gleich raus in die Ukraine für mehr Waffen und alles andere, damit wir dieses Land stabilisieren. Sehr gut. Hauptsache der Ukraine geht's gut und wenn Deutschland den Bach runtergeht, wen interessiert das? Hauptsache wir sind solidarisch. In dem Sinne, Leute, haut rein und nicht vergessen, pray for Ukraine.